Heute gebe ich dir 4 Tipps, wie du deine Pizza ideal beleihst. Erster Tipp, das ist schon mal Grundsatz, weniger ist mehr. Füllt eure Pizza nicht überfüllen, sonst werdet ihr irgendwann beim Handling ein Problem haben. Und vor allem schaut auch auf die Qualität eurer Zutaten. Ein weiterer Tipp ist Tomatensauce. Füllt hier nicht grosszügig Soße drauf. Wenn ihr jetzt hier zu viel Soße drauf tut, dann habt ihr einfach am Schluss das Problem, dass ihr so eine matschige, sehr, sehr feuchte Pizza habt. Als nächstes kommt der Mozzarella. Wenn ihr jetzt gerade irgendwie einen Büffelmozzarella nehmt, der tendenziell so ein bisschen flüssiger ist, dann doch den halbieren und in einem Sieb irgendwie eine Stunde oder so abtropfen, temperieren. Auch hier weniger ist mehr. Ich würde sagen, hey, für mich sieht es hier perfekt aus. Der letzte Tipp: Nicht alle Zutaten kommen natürlich vor dem Backen auf Pizza. Alle hitzeresistenten Zutaten kommen vorher drauf oder können vorher drauf tun. Und alles, was euch wird verbrennen in einem Backofen oder Pizzaofen, dann nachher drauf. Guten Tag.